So, moin moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert Nuzlocke Challenge. Und ja, wir sind jetzt an dem Punkt, dass ich jetzt bisher weitergespielt habe. Ich weiß nicht, ob der Zusammenschnitt schon raus ist. Ich werde daran noch ein bisschen arbeiten müssen. Ich will da ein bisschen mehr potenziell machen, wenn es mir gefällt. Wenn nicht, haben wir jetzt hier das Update. Das ist das neue Team. Wir haben in der Naturzone, an dem Punkt, wo dieser Geisterturm ist, haben wir die Möglichkeit verpasst, einen Golbit zu fangen. Wir haben einen Vulpix bekommen, welches ich dann direkt zu Venona weiterentwickelt habe, um einfach einen gewissen Vorteil zu haben. Der Feuerstein, den habe ich direkt in der Naturzone geholt, links von der Brücke, wenn man rübergeht. Ja, wir haben ein Froppy, unser Mebraner. Wir haben Venona, wie gesagt. Wir haben Ratatösk, das Schlaraffel. Wir haben dann Saru, Batman und wir haben wieder eine Nami. Das ist das aktuelle Team. Wir haben einmal, ich habe beim ersten Orden habe ich auf jeden Fall ein Pokémon verloren. Beim zweiten Orden sind wir gerade so durchgekommen. Wie gesagt, ich muss gucken, wie ich das zusammenschneide, aber das ist die aktuelle Situation und das ist unser aktuelles Team. Genau. Und wir sind jetzt an der Stelle, wo wir das letzte Mal verloren haben, und zwar bei Mari. Und ich weiß nicht, warum ich das vorgepackt habe, weil wir haben mit Mari eine Unlichttrainerin. Was gut ist, also Venona ist hier definitiv unser MVP aktuell, unser Kurama. Weil wir haben Sondersensor und Flammenwurf und das ist echt früh in diesem Spiel, solche Attacken schon zu haben. Von daher bin ich da sehr glücklich mit. Und ja, bist du eigentlich schon Wasserboden? Du bist schon Wasserboden. Das ist gut zu wissen. Wir werden mit Nami leaden, weil wir ja sowieso gegen Unlicht-Pokémon kämpfen werden. Ich weiß nicht mehr, was das erste Pokémon von ihr war. Aber wir gehen jetzt hier hin und machen jetzt an der Stelle weiter, wo wir das letzte Mal versagt haben. Und ich bin der Meinung, wir sind besser aufgestellt. Hätten wir das letzte Mal nicht Nami verloren, schon beim zweiten Orden, wäre es sicher auch hier anders gelaufen, weil wir dadurch diese Nicht-Effektivität des Unlichttyps gehabt hätten. Aber schauen wir mal. Oh, die Bunke. Okay, das sieht man. Ich hatte es nicht mehr im Kopf. Aber das ist egal. Das ist vollkommen egal. Wir wechseln nämlich zu Venona. Das ist das Logischste, meiner Meinung nach. Ja, macht nicht viel Schaden, da er keinen Hit bekommen hat, aber mit Sondersensor sollten wir das Glibunki direkt besiegen können. Vierfache Effektivität, guter Spezialangriff. Und dann kommt der Zurufex. Das sollten wir eigentlich auch ohne Probleme mit einem Flammenwurf besiegen können. Ich könnte natürlich auch Ränke schmieden. Gucken wir mal, wie viel Schaden wir machen oder wie viel Schaden Zurufex macht. Oh, da könnten wir definitiv einmal Ränke schmieden. Sollten wir jetzt dabei. Ja. Ich glaube nicht, dass uns. Dass wir im One-Hit kassieren werden. One-Hit ist. Das waren jetzt. Obwohl, das waren jetzt 23 KP, ne? Hatten wir 52 oder hatten wir 62? Ich glaube, wir hatten 52. Morpeko. Wie stark bist du? Komm, wir machen Flammenwurf. Kommt jetzt. Was kommt jetzt? Biss. Macht viel Schaden. Aber wie viel machen wir mit plus 2? Alles. Perfekt. Kurama Level 27, Froppy Level 27, Batman Level 24. Einwandfrei.
Du hast mit Gesicht anscheinend. Bist du doch nicht so schwach. Ja, nachdem du mich einmal komplett fertig gemacht hast mit Mopeko. So, halt die Klappe, ne? Sehr gut. An der Stelle können wir noch sehr schön weitermachen. Über die. Irgendwie überträgt er das doppelt. Also, die, ich glaube, mein Laptop backt ein bisschen rum, was die Soundwiedergabe angeht. Beim Aufnehmen habe ich total kratzigen Sound. Auf jeden Fall bei mir jetzt. In der Aufnahme hört ihr es zum Glück nicht. Da ist der Sound sauber. Gott sei Dank. Ah, ja, der ist schon zur Arena. Der gute. Der gute. Hopp. Nein, nett. Brauchen wir aber nicht. Froppy wird das regeln. Froppy ist hier unser Way to go für die Feuerarena. Und wenn Froppy doch ein paar Probleme haben sollte, haben wir noch Winona mit der. Ich sag mal fast. Also mit der. Halben Immunität gegen Feuer. Dadurch, dass es nicht sehr effektiv ist. Ah, du hast den Feuerorden geschnappt. Nur weil du als erster den Morden hast von uns beiden, heißt nicht, dass du besser bist. Weil ich sehe hier keinerlei Probleme, wenn ich ehrlich bin. Ah, ich freue mich so auf Diamant und Perl. Ich glaube, ich werde Diamant und Perl auch wieder let's playen. Aber in dem Falle werde ich wahrscheinlich direkt mit einer Nuzlocke beginnen, oder? Wenn ich nicht weiß, was da richtig auf mich zukommt, wäre auch was. Auch wenn da natürlich schwierig ist, nicht zu überleveln, aber wenn man gleichmäßig levelt, kommt man eigentlich selten drüber. Wir spielen ja auch jetzt relativ normal, halten alle auf einen Level, aber versuchen es möglichst und kommen nicht über das, über die Level Cap. So, ein Pokémon darf ich hier fangen. Bringt mir auch direkt die meisten Punkte, dass wir weniger kämpfen müssen. Vulpix haben wir schon, also zählt das eh nicht. Doppelt. Was ist denn besser? Wir haben 65 und 55. Beides speziell. Kann Froppy das durchaus machen und sollte Vulpix auch damit one-shotten. Oh, okay. Ja, sehr schön. Immer schön auf Klonkel gehen. Klonkel geht auf mich. Aber das ist egal. Halbierter Angriff. Oh, er geht auf Vulpix. Oh, normalerweise haben die gegen mich. Ach nee, warte mal. Wenn die den besiegen, dann kriege ich nicht den Punkt, ne? So war das. Alles klar, verstehe. Lichtet. Skelabra wäre ein richtig gutes Pokémon, falls wir doch mal eins verlieren sollten aus dem Team. Gerade wenn Winona weg ist. Also Lichte ist das, was ich... Oh, das wird nicht so viele Verteidigungen haben, ne? Hat es schon Schwebe? Ich gehe mit Säure. Ich gehe mit Säure erstmal. Ich hab gehofft, dass wir... Ja, sehr schön. Das ist okay. Komm, nehmen wir einen Superball. Ja. 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 Perfekt. Lichtel. Spitznamen. Fällt mir irgendwie. Oh. Passt wohl nicht mehr. Obwohl, passt schon Hype. Oh, ich weiß. Ist männlich. Perfekt. Wir nennen Mr. Three. Mr. Three aus One Piece. Der Wachsmann. Zwei Punkte. Dann machen wir hier noch Thermopod fertig. Gesteinsattacken wäre natürlich jetzt der Shit. Muss mal gucken, ob ich eine Gesteinsattacke im Inventar habe, dass ich das vielleicht Membrana beibringen kann.
Ach komm, kein Mogelhieb. Das geschieht ja recht. Na, tut mir leid. Na, come on. Hey, 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 hey. Komm, treff. Ah, triff doch einfach die Attacke. Eieieiei. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on, Froppy. Ah, Froppy. Hey. Stop that. Sehr gut, mach es fertig. So, jetzt kommen wir hier mit dem Mogi. Das würde aber noch reichen, ne? Ja. Ja. Level 27 für unseren Zaru. Ein Punkt. Einer fehlt uns, glaube ich, noch. Oder fehlen uns zwei. Ich weiß jetzt nicht, ob wir fünf oder... 4 Punkte brauchen. Also gehen wir nochmal schön hier rüber. Ja, Bullfix. Vielleicht läuft es mal besser. Kann ja schlecht hier auf Bullfix sein. Zeig doch. Einwandfrei. Ah, okay, noch ein Punkt. Lichte glaube ich nicht, dass es so eine gute spezielle Verteidigung hat. Von daher sehe ich eigentlich den Glubschrei hier auch. Den One-Hit. Damit haben wir die Arena-Challenge schon mal geschafft. Jetzt wird nur der Arena-Leiter. Ja, easy game. So, dann gucken wir mal kurz in unsere TMs rein. Haben Felswurf. Schade, kann keiner erlernen. Whirlpool. Was? Froppy kann kein Whirlpool? Das ist traurig. Kabu, wir sind da. Und das finde ich wunderbar. Er hat halt einen Venona, ne? Einfach wird es vielleicht auch nicht. Weil wir haben Mebrana und Venona. Wir haben Venona auch noch mit Sondersensor. Das heißt, wir haben zwei Pokémon, die da auf jeden Fall schon sehr gut gegen Feuer-Pokémon antreten können. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Komm, gib mir die Musik. Ja, aber ich werde es nicht einsetzen. So kann es noch so erleuchten. Ah. Ha. Komm, Half-Life. Ganz close. Kannst du ruhig Irrlicht einsetzen. Das war Damage over Time, aber... Das ist, damit kann man umgehen.
Na. Ja. Das nehme ich nicht so. Pokémon Nummer 1 besiegt. Level 28. Ja, wieder ein bisschen Damage. Ist nicht schön, aber damit kommen wir klar. Haben wir jetzt noch einen Tani. Stört nicht. Biss, ne? So gut Damage machen, ne? Ach, come on! Initiative wert. Ja. Sehr gut. Ich hätte es zwar lieber gehabt, wenn ich die Initiative gesenkt hätte, aber... Du könntest eigentlich ganz gut tanken, ne? Der Brand hat ein bisschen geärgert und auf jeden Fall der Flinch. Das war beides nicht so schön. Du hast eine gute Verteidigung. Ich glaube, ich nehme dich rein jetzt, um Makani zu machen. Weil Vonona will ich, dass es dann in die Feuerattacke reinkommt, damit wir schon mal unseren, damit wir unsere Attacken stärken können. Das ist so der Plan, den ich habe. Weil er wird mit Sicherheit seine Giga-Attacke einsetzen. Komm, was machst du? Biss. Das halten wir aus. Das halten wir gut aus. Das tanken wir richtig gut. Und wir machen einen Body Slam. Irrlicht, okay. Ist natürlich jetzt ein halbierter Angriff, aber damit kommen wir zurecht. Akani ist schon sehr gut angeschwächt. Paralysiert. Das ist sogar noch besser. Flammenrad. Das tanken wir easy. Treffen und dann müssen K.O. sein. Ach nee, Gewissheit brauchen wir nicht. Obwohl, für einen Kampf wäre ein bisschen Gewissheit, dass wir gewinnen, schon gut. Und du wirst jetzt eine Feuerattacke einsetzen. Und du wirst uns richtig schön erstmal boosten. Giga Dynamax. Inferno, Giga Dynamax Inferno Pass sieht so cool aus. Es hat so... Ah. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn er so bei der Verwandlung zum Drachen wird. Aber Käferfeuer ist vollkommen verständlich. Aber Drachen sind ja auch immer so richtig schön lang. Dann diese Barthaare sozusagen. Ja. So viel dazu, ne? Wir buffen uns. Käferattacke ist nicht sehr effektiv. Wird immer noch Schaden machen. Guten Schaden. Oh, das senkt den Spezialangriff, oder? Ja, aber wir sind immer noch... Oh, er hat auch Feuerfänger. Oh, ich dachte, er hat eine andere Fähigkeit. Aber das ist nicht schlimm. Damit ist die Giga-Dynamax-Form jetzt weg. Der Volltreffer war nur böse. Der hätte nicht sein müssen. Wird er uns jetzt... Nein, das war... Das waren zwei Hits, ne?
mit 2 Hits 60 KP abgezogen, aber der wird auch deutlich stärker. Ich würde es jetzt einmal riskieren und will mal sehen, wie viel Schaden wir mit Sondersensor machen. Oh, gar nichts. Gar nichts. Das ist ja lächerlich. Aber... was macht er? Zurückgeschreckt. Perfekt. Rauchwolke kannst du gerne einsetzen. Damit habe ich kein Problem. Soweit die erste Attacke daneben geht. Okay, jetzt. Was für eine lame Strategie, Kabu. Das hätte eigentlich keinen Sinn. Probieren Sie einfach weiter, wenn er eh nur auf Rauchwolke geht. Angriff steigen. Ah, Angriff steigen, dann nee. Nee. Oh nein, warte mal. Oh nein, wenn jetzt wieder... oh, fuck. Ich habe jetzt gerade überhaupt nicht an die Käferattacke gedacht. Bitte. Ach, scheiße, das war's. Tut mir leid, Nami. Das war dumm. Ich habe komplett die Käferattacke verfeilt. Einen sehr effektiven Windschnitt. Jawohl. Ist doof. Nami hätten wir nicht verlieren müssen. Das ist scheiße. Das nervt mich. Aber gut, das war jetzt mein Fehler. Erholung. Ich werde es mal zur Sicherheit einfach mal beibringen. Vielleicht brauchen wir es irgendwann. Ach, Nami, es tut mir leid. Es tut mir leid. Das war ein richtiger Denkfehler. Ich habe nur an Mogi-Hieb gedacht und dass er tanken wird. Aber ich habe gerade nicht an die Käferschwäche gedacht. Erst als Nami dann schon draußen war. Ach, Mann. Solche Fehler nerven. Das ist ein so ein Denkfehler und dann, wenn du das sogar schon weißt, während du das da gemacht hast, es nervt. Nächste Level Cap. Muss ich mal kurz nachgucken. Pokémon Schwert. Arenaleiter. Pokémon-Schwert, Arenaleiter. Arenaleiter. Ja, was für ein Kampf. Ich hab's versaut. Ich hätte da ohne Opfer rausgehen können. Das war komplett unnötig. Nächste Level Cap ist 36. Also wir haben wieder ein bisschen Spielraum. Irrlicht könnte richtig gut für den nächsten Orden sein, weil wir damit den Kampf-Pokémon richtig schön den Angriff rausziehen können. Ich weiß aber nicht, ob das Machomai Adrenalin hat. Ich würde es dem Spiel zutrauen, dass es Adrenalin hat. Ja, jetzt kommt das mal wieder Gequatsche, oder? Ja. Ja, wir gehen da. Wasser trinken. Immer schön Wasser trinken. Wasser ist gut. Brauche ich die Decke jetzt? Ja, jetzt haben wir das erledigt. Ich habe mein Wasser getrunken. Wir haben fertig gequatscht. Jetzt müssen wir durch die Naturzone. Aber jetzt muss ich erstmal
mein nächstes Pokémon, die gute Nami, freilassen. Weil wir sie ja leider verloren haben. Aufgrund meines dummen Fehlers. Das hätte nicht sein müssen. Ja, Bettis, du willst kämpfen. Hopp, du wirst leider eine klägliche Niederlage erleiden. Spoiler-Alarm. Aber das juckt mich nicht. So. Lass mich mein Team anschauen. Achso, damit man auch sehen kann. Wir haben Mebrana mit einem Angriff plus Wesen. Wir haben Brunona mit einem ausgeglichenen Wesen. Wir haben Schlaraffe mit einem ausgeglichenen Wesen. Wir haben Saru mit einem Angriff hoch und Initiative runter Wesen. Hätte was Besseres kommen können. Ja, und dann haben wir Nami verloren jetzt. Achso, und wir haben Batman. Batman mit einem Verteidigung Hochwesen. Das Angriff runtergeht, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist ja eben hauptsächlich spezieller Angreifer, meine ich. Dann werden wir jetzt einmal hier. Und wir werden Nami freilassen. Mach's gut, Nami. So, für die Courage. Was wäre gut? Wir haben Pflanzen-Pokémon. Wir hätten hier mit Tangulus dann Pflanzen-Undicht-Pokémon. Hätten wir Pflanze doppelt. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir hätten hier ein Gift- und Elektro-Pokémon. Und ich glaube, das wäre für uns aktuell das Beste. Dass wir den guten Venom mit reinnehmen. Und der mit bei uns spielen wird. Weil Gift wird richtig nützlich sein, wenn wir dann in der Feenarena kämpfen. Jetzt holen wir uns noch den Accounter von hier. Ich habe auch nur an den Stellen Accounter geholt, wo ich auch beim ersten Playthrough Accounter geholt habe. Also von daher sind hier keine neuen Spots oder sowas. Schon abgefahren worden, also dass ihr sicher sein könnt, dass ich hier keinen Spot doppelt benutze. Das war aber leider nur ein Schallquap. Schallquap ist jetzt nicht das, was ich brauche. Und da haben wir einen Skunkaboot. Als Accounter für diesen Bereich. Ah, Widerhall würde ich jetzt nicht besiegen. Niedlich. Ja, Verteidigung. Aber der Superball sollte ausreichen. Perfekt. Ich weiß auch schon direkt, wie ich dich nennen werde. Und wenn du Miss Level 8. Das ist dann männlich, oder? Ach komm. Wir nehmen Hiyori. Warum Hiyori? Hiyori ist bei One Piece die Schwester von Momonosuke. Und Momonosuke war bei One Piece in bei Dressrosa wurde er einmal verwandelt durch Giola und er hat ein richtiges Arschgesicht. Und wenn Skunkapu kein Arschgesicht ist, dann weiß ich auch nicht. Es hat. Tut mir leid, Hiyori, aber Skunkapu ist leider weiblich. Das konnte ich jetzt leider nicht beeinflussen. Wir holen uns noch da oben den Stein. Ich glaube, es ist ein Donnerstein da oben. Ja, pst. Ah, da. Es ist ein Donnerstein. Ui. Welches Pokémon? Wir sollten eigentlich Batman vorpacken, weil wir Zuneigung brauchen, damit sich das entwickelt.
Aber ich will halt nicht mit dem Camp die Zuneigung machen, weil sonst, ich finde, diese Zuneigungsbuffs sind mit das Unfairste, was das Spiel haben kann. Also.